Marcus Mont. Ich bitte also herzlich um Ihre Unterstützung. In diesem Doppelspielen zu meiner Rechten, der Herr, der jetzt gerade den Ball sanft über das Netz befördert hat, ist der Erfinder und Gründer der Firma Strahlemann und Söhne, Jörn Tiriak. Sein Partner, absolut unbekannt in Deutschland, firmiert vorläufig nur unter seinem Vornamen Otto. Zu meiner Linken, meine Damen und Herren, sehen Sie das wohl bekannteste Markenzeichen der Hansestadt Hamburg, den Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und Kopfballspezialist, man sieht es am hohen Scheitel, Uwe Seeler. Und da zu einem Doppel vier Spiele gehören, konnten wir nicht anders, als einen hoffnungsvollen Nachwuchsspieler für heute Nachmittag zu engagieren. Sie haben vielleicht schon mal von ihm gehört. Sein Name ist... Ich höre nichts. Wie meinen Sie? Boris Becker. Aufschlag, Jörn Tiriak. Null. 15.15 beide. Danke. 15:40 trotz Versuch der Schiedsrichterbestechung durch Otto. Pass auf, Otto. Der Ball war aus. Aufschlag, Uwe Seeler. Bitte Ruhe.
015. Fünfzehn, vierzig. Spiel Tiriak Otto 1:1. Fünfzehn, beide. Fünfzehn, dreißig. Der Ball war gut. 30, beide. Spiel Boris Uwe 2:1. Bitte noch einmal die Seiten wechseln. Noch einen Seitenwechsel, bitte. Scoreboard, please, scoreboard.
15, 30. Zwei Aufschläge, Boris. Vierzig, dreißig. Spiel, Satz und Sieg. Boris Becker und Uwe Seeler gewinnen mit 3:1 im Finale des UNICEF Open in Hamburg.